Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Der Anfangsbereich von Breath of the Wild ist das vergessene Plateau. Auf diesem müsst ihr 4 Schreine aktivieren und die letzten beiden davon liegen in einem vereisten, kalten Gebiet, weshalb ihr einen Kälteschutz benötigt. Und die beste Möglichkeit dazu ist das sogenannte Winterwams. Um dieses von dem Einsiedler, den ihr trifft, zu erhalten, sollt ihr das Gericht namens scharfer Grillteller zubereiten. Erste Zutat sind Chilis, die sind ohne Probleme überall zu finden. Das Rote ist Wild. Dazu solltet ihr in den nördlichen Bereich des Plateaus gehen, in den dortigen Wald, wo ihr auf einige Wildschweine trifft. Am besten attackiert ihr diese mit einer Nahkampfwaffe, denn wenn ihr mit dem Bogen auf sie schießt, laufen sie davon, weil sie mindestens 2 Schüsse benötigen. Die dritte geheime Zutat, die dann noch fehlt, ist der Hyrule-Barsch. Den könnt ihr in verschiedenen Gewässern, wie hier in diesem größeren See, finden. Da haben wir beim Reinspringen schon direkt einen erhalten. Und damit haben wir dann auch die dritte Zutat beisammen. Mehr braucht es nicht. Ihr nehmt diese 3 Zutaten aus eurem Inventar in die Hand. Eine Chili-Schote, einmal Wild und einmal den Hyrule-Barsch. Kocht die 3 Zutaten ganz normal. Und nach der Zubereitung erhaltet ihr den scharfen Grillteller. Diesen müsst ihr dann nur noch dem Einsiedler demonstrieren. Er freut sich darüber, dass ihr ihn erinnert habt an die dritte Zutat, den Hyrule-Barsch. Und schenkt euch dafür das Winterwams. Und nun habt ihr einen geeigneten Kälteschutz, mit dem ihr die Berge hinaufsteigen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg. Bis zu unserem nächsten Video.